Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Und da ist wieder irgend so ein Typ dabei. Den kennt der ja Hi. mit. Ich glaube, den kennt der Ja, mittlerweile. ich glaube, mich kennt jeder mittlerweile, der ja Let's Plays mit Mr. Sasuke gesehen hat. Ja. Also, mir gehört der Server, falls neue Oh. dazugestoßen sind, und wir haben Spaß an unserer kleinen Minecraft-Welt. Und du klingst voll motiviert. Yay! Yeah. Ja, sorry! Ich war vor nicht einmal 4 Stunden noch arbeiten. Also, ja. Und du läufst durch die Wand! Oh mein Gott, wie macht er das nur? Oh mein Gott! Nee. Ja, Leute, ihr Nee. habt's Und sicherlich bemerkt. nee. Okay, lass mal. Ja, Leute, ihr habt's bemerkt. Wir machen mal wieder Minecraft. Oh mein Gott. Oh mein goodness. Das, so was gibt's sogar noch? Ja. Oh mein Gott. Ja, wir hatten Haupt. Nee. Wir haben Zeit. Verdammt, wie lange war das? Ja, Wir das. wollen es lieber nicht wissen und sagen jetzt Hallo zu einer neuen Folge. Freut euch, so nach dem Motto, freut euch, dass überhaupt noch was kommt. Es wurde am Anfang erklärt, das ist ein Langzeitprojekt. Man weiß nie, wann was hochgeladen wird. Ja, das Und das Problem ist halt auch, ich habe nicht gerade sehr viel Zeit in der letzten Zeit. Ja. Zeit. Und ja, Nicht deswegen panische. Server-Update ging auch nicht. Aber sobald wir wirklich 1.5 wird kommen. Ich Jo. denke, hoffentlich nächste Folge wird 1.5 eingeführt sein. Ja, da Und fragt ich sich nur. hoffe, wir werden jetzt auch ein bisschen regelmäßiger hochladen. Ich will Ja, nicht das jedes wollte ich auch zweite gerade, das wollte Wochenende ich auch gerade abknallen. anmerken. Wann kommt die nächste Folge denn? Ja, boah, könnte in einem Jahr sein. Oder vielleicht auch zwei. Ja, je nachdem wie gut gelaunt wir sind, ja. Ja, dann, Kollegs, was machen wir denn heute Schönes? ja. Ja. Wir haben keine richtige Idee gehabt, deswegen haben wir einfach irgendetwas zusammengeschustert. Ja. Wie Nee, immer halt, wie es von uns gewohnt seid. wir haben ja unsere kleine Heimhöhle oder wie man es auch immer nennen soll, die schon ziemlich erforscht ist. Und wir würden gerne, dass die ein bisschen mehr in unser Heim angeschlossen ist. Deswegen werden wir einen kleinen Durchbruch machen aus unserer Nether-Portalhöhle irgendwie. Na, aber ich weiß, warum ist Nether-Portal eigentlich hingestellt? Ah ja, genau, es ist ja in War der das nicht hier irgendwo? Nähe. Ja, das habe ich abgebaut, weil es einen Bug gab und Ja. da fehlt da ein Stein. Eben. Kein weiterer Kommentar dazu nötig. Meine Idee ist, ich glaube, die Haushöhle ist irgendwo hier so dahinter, dass wir hier so einen kleinen Durchbruch machen, kleinen schönen Gang. Okay. Nachher hinten bei der Haushöhle irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen dort verschönern, Durchgang ein bisschen mehr machen. Ja, einfach alles so ein bisschen Wer optimieren. weiß, Jo. irgendetwas just for the rules wird auch noch kommen, irgendwas anderes. Ja, ihr seid zu uns hier, von uns hier Treffen gewohnt. wir so nicht den Turm? Hä? Treffen wir so nicht den Turm? Ah, stimmt, der Turm geht ins Endlose. Warte, du bist unter mir. Warte mal. Hi. Hallo. Oh, Hier das ist eine Axt, hoppla. oben ist der Turm. Ach schon. Ah ja, voll. Ja, ich denke, ich führe den Turm weiter, dann können wir mit dem auch gleich noch in Turm auf und absteigen. Ja, du kannst hier gerade einen Durchgang bauen. Das wäre auch praktisch. Habe ich Oh, Treppen dabei? verdammt, ich. Ja, Scheiße, komm, ich habe Treppen keine dabei. Fackeln. Shit. Ich muss erst mal treten Ah wollen. ne, was rede ich hier? Habe ich 30 Fackeln. Okay, das ist gut. Keine Das ist Ahnung, gut. wieso du 30 Fackeln hast. Musst du Ist wissen. einfach gespawnt. In Woo. unserem neuen Haus überhaupt. Ah, wir haben eine Werkbank. Wir haben eine Werkbank. Wow, was ganz Neues in Minecraft. Ah. Jo.
Ja, heutzutage kennt ja jeder ziemlich jedes Crafting-Rezept auch innen auswendig. Oder jeder sucht die von Minecraft. Außer ich, ja. Ja, okay, wirklich jedes kenne ich jetzt auch nicht. Aber sehr viele davon kenne ich auch. Ah, ne, das ist Erde. Das erkenne ich hab so schlecht im Dunkeln. So, weg. Ja, jetzt. Ich bin auf Land gestoßen! Auf was? Bist du auf die Höhle gestoßen? Ich bin auf Land gestoßen. Nein, nicht ganz die Höhle. Ich bin außerhalb der Höhle. Wo denn genau? Ja, ja, das muss ich mal dir anschauen. Das ist ja ein bisschen weg von der Höhle. So ein klein bisschen. Ach ja, es könnte sein, dass ich teilweise ein bisschen erkältet klinge, weil ich momentan draußen arbeite. Und ja, bei uns ist momentan immer noch ziemlich kalt, was mich ziemlich ankackt. Und ja. Das ist halt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber es ist nicht schlimm, es ist schon wieder bald vorbei, die Erkältung. Ja, ja. In den nächsten paar Tagen kommt sowieso geil. Was ist das gerade hier aus? Ja, das war ich. Warum? Was war da? War da Kohle? War da Kohle? Ja. Kohle. Warte, das ist ein tiefer als diese Schicht. So die. Oh. Hier. So. Ja. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Oh, Zombie. Ja. Oh. War mal der, das ist unsere Höhle. Was macht er hier? Was macht er hier überhaupt? Das ist der andere Teil. Ja, ich weiß nicht, wollen wir das hier unten dran zumachen komplett? Und dann einfach hier den Durchgang machen? Ja. Ja, ich würde sagen. Ich meine, das, wofür brauchen wir das unten? Wofür haben wir das unten nochmal? Das war einfach just for the lulz, hab ich da mal. Aha, ja, gut, dann können wir das mal entfernen. Und dann mach ich hier den Turm weiter. Oh. Na, stirb. Ich zerstöre dich mit meiner Steinhacke. Zum Glück habe ich noch normale Steine in meinem Inventar. Und tot. Steine, guck mal, Steine. Also, von wo ist der gekommen? Was ist wo? Aha. Keine Ahnung. Okay, wir brauchen Erde, denke ich mal. Wieso Erde? Ja, oder? Ja. Weil nee, ich glaube nur, dass wir als oberste Schicht Steine brauchen. Ja, den Rest können wir ja mit Erde ausfüllen, oder nicht? Geht doch viel schneller, oder nicht? Okay. Oh. Ja. Wird ja wohl kein Problem sein. Verdammt, das war scheiße. Dann esse ich noch einen Apfel. So, das wird jetzt ein Haufen Arbeit. Das alles schön auszufüllen. Autsch! Nein. Haben wir noch Pflastersteine in der Teile? Ein paar was. Ich hab noch ein bisschen was von allem dabei. Wow. Nein! Wenn ausfüllen, dann richtig. So. Die Treppe war nicht falsch genutzt. Haben wir darauf gehen. Okay. Wow. Sterbt. Sie hat sich nur falsch platziert, ich weiß nicht. ich weiß ja nicht, wann dieses Minecraft-Video kommt. Ich sag's jetzt mal trotzdem. Für alle Leute, die sich fragen, wieso ich kein 300 Abonnenten-Special bringe, macht's dir was aus, wenn ich die ganze Geschichte erzähle? Nö. Ja, dann haben wir hier wenigstens was zu labern. Ich habe ja da bei so einem kleinen Wettbewerb mitgemacht, da wegen Let's Plays und so. Also da hat mich halt einer angefragt, ob er Werbung für mich machen kann. Und da habe ich auch mal einfach mal ja gesagt, weil wieso nicht? Ich meine, wenn der sogar zu einem zukommt und sagt, ich würde gerne Werbung für dich machen, dann why not? Habe ich deshalb gemacht. Der hat verdammt, ich brauche Erde. Hat mein Video hochgeladen
auf seinen Kanal, also er hat einfach eines meiner Videos genommen und das dann auf seinem Kanal hochgeladen, sodass die Leute dort sich das anschauen können. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass jemand, irgend so ein Vollidiot, dahin gekommen ist und hier ein bisschen ihm Bot-Abonnenten gegeben hat, sozusagen, und Bot-Views und so ein Scheiß. Oh jo. Und was ist das genau? Also Bot-Abonnenten sind so, hab Abonnenten, die vom Computer erstellt sind, also das sind Fake-Abonnenten sozusagen, damit man so eine schöne Zahl hat, aber eigentlich sind das gar keine echten Leute, weil es eben nur Bots sind. Und ja, und jetzt, und das Problem ist, jetzt kann es ja natürlich sein, dass diese Bot-Abonnenten halt einfach zu mir gekommen sind, oder? Und das wäre natürlich scheiße, und deswegen... Ja, könnte sein. Und das ist natürlich richtig kacke, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt 300 echte Abonnenten sind oder so, ob das nur Bots sind. Deswegen warte ich mal so ein bisschen ab mit dem 300 Abonnenten-Special. Er wartet jetzt 2 Wochen und dann sollte es eigentlich weitergehen mit dem Wettbewerb. Oder ja, okay, Wettbewerb kann man es eigentlich nicht nennen. Aber, warum erstellt es sich denn überhaupt Bot-Abonnenten? Ja... Also er selber hat sie nicht erstellt, irgendwie jemand anders hat sie für ihn erstellt irgendwie. Und das Aha. Und hat sie ihm dann zugesendet, das ist voll behindert. Also irgendein Vollidiot dachte einfach mal, mach mir irgendeinen Scheiß. Ja, genau. Genau, nach dem Motto. Und deswegen werde ich 2 Wochen abwarten, wenn ich bis dahin immer noch 300 Abonnenten habe, dann denke ich, ja, wieso, dann kann ich ja mal ein Special machen. Und falls nicht, dann weiß ich genau, dass es nur Bots waren und dann kann ich warten, bis ich echte 300 Abonnenten habe. Und das ist mir ehrlich gesagt lieber als so scheiß Bots. Löschten die jetzt die Fake-Abonnenten oder wie will der das jetzt machen genau? Also eben, der wartet jetzt einfach nur ab, er kennt anscheinend diese Person und hat mit der auch geredet. Die hört jetzt anscheinend auf. Aber er ist sich halt nicht ganz sicher, ob die wirklich aufhört. Deswegen wartet er halt noch 2 Wochen ab. Und ja, jetzt können wir nur hoffen, dass YouTube die Bot-Abonnenten halt alle löscht. Aha. Anders geht das wohl nicht. Anders kann man das ja schlecht rausfinden, ob das jetzt echt Bots sind oder echte User. Ich verstehe es nicht ganz, wie man schafft, solche Bot-Abonnenten reinzutun, aber nicht mehr rauszubekommen, rein theoretisch. Also, ja, eben. Will er sie nicht raustun oder dauert das einfach 2 Wochen, bis YouTube so klug ist und das löscht, oder wie? Also, ich denke schon, dass man die irgendwie entfernen kann. Also, der Nutzer müsste die eigentlich entfernen können. Ich habe jetzt eben keine Ahnung, ob er das halt auch bei mir gemacht hat. Deswegen will ich lieber abwarten und schauen. Ja, ist selbstverständlich. Ja, deswegen kann es sein, dass sich das 300 Abonnenten special etwas verzögert, aber ja, ich hoffe, das ist bald vorbei mit diesem nervigen Mist. So. Gut, ja. Genug dazu. Gibt halt immer wieder Vollidioten im echten Leben. Ja, ist aber leider so. So sieht man wieder, dass Gamer auch Real Life haben. Oh mein Gott, ich glaub's ja nicht. Nee, ich find's immer wieder so klischeehaft. Und wieso wirkt der Nazi-TV? Ja. Nee, es ist wirklich nur wegen dem Scheiß. Weil die das so klischeehaft rübergebracht haben. So als ob wirklich jeder so wäre. Ja, natürlich jeder Gamer, der hat ja keine anderen Hobbys, hat natürlich keine sozialen Kontakte, wie man... Nee, was ist überhaupt Soziales? Ja? Ja, ich weiß ich auch nicht, weißt du das? Ich hab keine Ahnung. Ah, Mann. Ich glaube, das ist irgendetwas Nettes, was man tut. Ich dachte immer, das wäre was zum Essen. Ich hab keine Ahnung, sorry. Da fragst du den Falschen hier. Oh Mann. So, Fackeln entfernen. Ich werde es mal googeln. Ja, Google weiß alles. Ich liebe ja nur meinen PC. Der tut alles für mich. Genau. Ja gut, dann können wir gerade hier so ein Trepp nach unten machen. Ich könnte hier auch auswechseln zu Julius Stallings. Real, oh mein Gott, real. Das ist das Wort real vorgekommen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Das war schlecht. Oh, bam.
So, jetzt gehst du mal. Ich weiß, ich bin momentan noch ein bisschen klischeehaft gegen die Bertel, aber ja. Ja, das werde ich ehrlich gesagt auch immer bleiben. Ich sehr wahrscheinlich auch. Aber es ist so ein Scheiß, was die sich geleistet haben. Das Sowas vergisst man halt nicht so schnell. den verzeihen. Ja, so eine Geschichte. Ja. Kann man aus normalen Stone jetzt auch Treppen machen? Hm, schade. Die Treppen muss Oh raus. verdammt, ich merke gerade, ich muss jetzt die ganze Decke eins nach oben bringen, damit es symmetrisch ist. Oh scheiße. Warum das? Weil ich hier so einen kleinen Holz. Ach, verdammt. Obwohl, war das wirklich so klug? Ich. Versuchen. Scheiße, war das wirklich? Nee, das war. Verdammt! Jetzt weiß ich nicht, was ich tun. Verdammt. Also, Verdammt, entweder jetzt habe ich auch ich. was falsch hingesetzt. Jetzt, wo du was falsch machst, mache ich auch was falsch. Ah, nee, warte mal. Ach, hier ist es sowieso eins noch. Nee, Mach weißt du was? Dann tun wir mal die Decke ein Stockwerk weiter nach oben. Dann haben wir auch mal ein bisschen Stein zur Verfügung. Das ist nice. mehr Platz Ja, für. Stein, 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 Stein. Yeah. Ich baue Steine ab und ihr schaut zu. Das ist sicher Jetzt haben wir sowas auch einen von Turm, also. interessant. Hier ist sogar. Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen was Nein! einsetzen. Sie ist mir zerbrochen. Ich brauche eine neue. Was? Habe ich schon? Was ist das? Hast du was kaputt gemacht? Ja, meine schöne. Es sollte in der Werkzeugkiste noch mehr als genug haben. Ich gehe schon, ich gehe schon. Was ist alles passiert? Lalalalalalalala. Na, Iron Pickaxe. An dieser Etage machen wir anders. So kann ich weiterarbeiten. So, also diese Lalalala. so, so. Perfekt. Perfektion. Also Perfektion, weißt du, so. Perfection. Genau, Perfektion. Dieses Wort I searching. In my English it's very, very, very bad. I can hear that. Yes. Oh, ich rede auch nicht wirklich sehr viel Englisch. Höchstens mal, keine Ahnung. Höchstens mal LOL kommuniziere ich auf Englisch, aber dann schreibe ich meistens. LOL Noob Raffle. So ich immer wieder gerne. So verspreche ich mich auch sehr, sehr gerne im Englischen. So, weißt du, stimmt, bei Games lernt man auch so viel Englisch, lol, Raufel Ja, vielleicht. Ja. XD. So eine Sprache Das gibt's benutzt gerade. Ah, ich jeder. hab selber noch Fackeln. Wofür einen teuren Sprachkurs besuchen, wenn man die ganze Welt hat, die man besuchen kann? Mit dem Internet. Internet. Wow. Ich finde es schön. Weg mit dir, Dirt. Dich Oh. ersetze ich jetzt durch Warum Stein. ist die Decke versetzt? Aha, wegen dem. Aha. Und das hier Ja, lass mal muss kurz. ich auch mal schnell ersetzen. So. Hey. Also das gibt auch was nicht. Auswechseln. So. What is wrong? Der ist wrong. Ja, das wollte ich gerade zu Ende machen. Aber ich bin nicht dazu gekommen, du warst zu schnell. Ich hab eine bessere Big Eggs, weißt du, meine Big Eggs habe Effizienz. Und Haltbarkeit hat sie auch noch. Jetzt will ich Hier so eine. müssen wir Sch die Wand ein bisschen verschieben, oder? Ach, keine Ahnung. Where is Aram? Reißen wir es einfach auch ein. Also, bis hier. Nein, hier muss doch irgendwo eine Working fucking Bench Bis hier. sein. Nein, ist sie nicht, verdammt. Ah, doch, hier. Ich wusste es. I knew it. So, jetzt Noch ein paar bauen wir mal. Fackeln. So. Und schon haben wir Licht. Und noch einen Zack, zack, zack. Deckenplanken. So, ein paar Steintreppen. Wie sich das gehört. Und ja.